So Leute, Donnerstag der 15. Heute wurde nicht viel gemacht, eigentlich gar nichts. Außer, dass wir eine Shoppingtour im Ausland gemacht haben. Sprich, wir sind mal kurz zum Obi nach Gingen, Baden-Württemberg rübergefahren und war da beim Shoppen. Ja, was habe ich ansonsten heute gemacht? Ich habe viel geschlafen und mich mal so richtig schön regeneriert. Ja, war auch mal nötig. Ich zeige euch jetzt ganz einfach, was wir eingekauft haben, was wir damit vorhaben. Und ja, das war's dann schon mit dem Video. Also nur eine kleine Info, eine Zwischenfolge. Hier haben wir die Unterlüftung, Hinterlüftungsrohre. Müssten DN110 jetzt sein. Hat geheißen 100er würden reichen, drei Stück. Ich habe halt jetzt die 110er genommen. Die waren so mitnahmebereit dran gestanden. Kommen drei Stück. Mit den Winkelstücken kommen die genau in der Mitte an der Grillkota hoch. Werden dann außen rausgeführt. Alles überhalb vom Betonfundament. Weil wir haben noch einen Ringbalken unten drunter, wo das Zeug dann sauber reinpasst. Dann haben wir Bitumen oder auch einfach eine Dachpappe, die kommt auf das Betonfundament komplett draufgelegt, wo dann der Ringbalken drauf kommt. Ja, dann habe ich noch einen Brunnenschaum, wasserdicht. Sehe ich jetzt gerade erst, aber das ist ganz passend, weil damit werden dann die Rohre eingeschäumt. Und dann habe ich hier noch ein schönes Wabengitter und so ein paar Messingnägelchen, passend zu dem Wabengitter, ist aus Alu, eloxiert. Und was mit dem passiert, das werdet ihr dann relativ ziemlich zum Schluss sehen. Da möchte ich mich jetzt nicht zu sehr drüber auslassen. Ja, das war unsere Shoppingtour heute. Kabel eben, was in die Leerrohre reinkommt, habe ich ja auch schon eingekauft gehabt, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Ist ein Erdverlegungskabel. Warum habe ich das genommen? Ist einfach die Isolierung dicker. Und habe ich auf alle Fälle auch schon da. Da kommt 3x1,5 rein. Das reicht locker aus. Da hinten, wo ich das Kabel den Strom wegnehmen werde, auf dem Stromkreis haben wir auch unsere Schepperkreissäge betrieben. Also eine kleinere als die ganz große. Hat es locker ausgehalten und für die paar LED-Leuchten, was in die Grillkota reinkommen und vielleicht einmal ein Heizlüfterle oder so, wenn überhaupt, reicht das locker aus. Ja, dann morgen früh wieder arbeiten und wenn ich von der Arbeit heimkomme, geht es dann hoffentlich mit dem Schotter weiter und dann gibt es eben morgen wieder ein richtiges Update. Ja, das war's dann für heute schon. Ich habe jetzt Hunger. Wir machen uns was zum Essen. Ja, Leute, wir sehen uns dann morgen wieder. Tschaikowski.